Moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Daily Vlog. Und zwar werde ich jetzt erstmal ein bisschen Frühstück machen. Ich bin selbst gerade aufgestanden und ja, let's go! So Leute, ich muss mich jetzt fertig machen, denn es geht gleich für mich zum Friseur, denn hier oben, das muss ein bisschen ausgedünnt werden, denn auch meine Seiten sind sehr, sehr lang geworden. Erkennt man am besten an meinem Ohr. Da, geil, ne? Ja, deshalb werde ich jetzt einmal hochspringen und dann bin ich geduscht und fertig gemacht. Deshalb, So Leute, ich bin jetzt fertig gemacht, Haare gewaschen, geduscht, fresh angezogen und jetzt würde ich sagen, geht's zum Friseur und dann hüpfe ich einfach nochmal hoch und dann sehen meine Haare anders aus, okay? 3, 2, 1. Frische Frise. So Leute, ich bin gerade gefühlt durch die ganze Weltgeschichte gefahren, weil bei uns, ich habe meine Freundin gerade heimgefahren, ja. Und ihr müsst wissen, da irgendwo ist eine Baustelle, bedeutet, ich konnte nicht da abfahren, wo ich immer abfahre. Bedeutet, ich durfte einmal durch die halbe Weltgeschichte fahren, um überhaupt hierher zu kommen. Und jetzt habe ich auf dem Weg nach Hause eine SMS bekommen von Vielmann, dass meine Brille fertig ist. Denn ich habe mir für den Urlaub und generell für sonnige Tage eine Sonnenbrille machen lassen aus meinem alten Brillengestell. Und jetzt darf ich die noch abholen gehen. Leute, ich kann nicht mehr. Ich fahre die ganze Zeit durch die Gegend. Und ich habe halt eben echt gerade die SMS bekommen von wegen, lieber Vielmann-Kunde, ihr Auftrag ist abholbereit. Besuchen Sie uns doch bei nächster Gelegenheit Ihre Vielmann-Niederlassung. Und ich denke mir so, wow. Jetzt darf ich nochmal durch die Gegend fahren. Bedeutet, jetzt trinke ich ganz schnell was. Und dann, ja, geht's gleich weiter. Ab geht's. So Leute, ich bin jetzt in der Stadt und ein Parkticket lässt es zu, dass ich bis 18 Uhr meine Brille habe. Also Hoffnung bald das Beste. So Leute, wie man sehen kann, meine alte Brille ist jetzt ja, zu meiner neuen Sonnenbrille geworden. Ich muss sagen, das ist schon eigentlich recht cool, weil ich habe jetzt dafür, ich glaube, 30 Euro bezahlt, dafür, dass es eben auch mit Stärke ist. Weil ich hatte immer das Problem, wenn ich meine Sonnenbrille auf hatte, also eine ohne Stärke, irgend so eine billige, dann habe ich mit der Zeit Kopfschmerzen bekommen. Und das habe ich jetzt natürlich nicht. Ist schon sehr praktisch und ich werde jetzt auch wieder gleich nach Hause fahren, weil ich habe vom Mittagessen, wir haben heute Pizza bestellt und da bestellen wir mal Mango-Creme dazu und die wartet auf mich zu Hause und die gönne ich mir dann jetzt gleich, also let's go. So Leute, ich gönne mir jetzt noch die Mango-Creme. Bin nebenbei hier ganz kurz auf Insta gewesen, weil ich euch in meine Story gefragt hatte, was ihr noch so sehen wollt, denn ich muss ein bisschen was vorproduzieren. Bedeutet, ja, dadurch, dass ich das Wochenende nicht da bin, muss ich wie gesagt vorproduzieren und da möchte ich euch halt immer mit einbeziehen, was ihr so haben wollt. Bedeutet, ich werde mich jetzt schon mal verabschieden von diesem Vlog. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Er war ein bisschen kürzer, glaube ich, als der letzte. Aber ich probiere, wie gesagt, durchzuziehen jeden Tag jetzt bis zum Sommer. Also bis zu meinem Schulanfang wieder Videos zu machen. Ich habe mir sogar extra einen Countdown gestellt. Und zwar sind die Daily Vlogs jetzt 32 Tage lang, muss ich sie durchziehen. Da seht ihr es, Daily Vlogs 32 Tage, Montag 12.8. ist mein erster Schultag wieder. Da haben die meisten Leute erst 2 Wochen Ferien, das ist schon hart. Mein Fokus liebt mich auch gerade. Ja. Auf jeden Fall hatte ich mir, wie gesagt, das überlegt und ja, werde jetzt ein bisschen vorproduzieren, damit ich morgen keinen Stress habe, weil ich am Freitag früh um 5:30 schon aufstehen muss, weil wir da schon losfahren nach Hamburg und dann rüber nach Lübeck, denn dort geht unsere Konzertreise hin. Bedeutet, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, wann auch immer ihr das seht. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao!